Hallo, Marius Ebert hier. Wir sind in einer Videoserie, in der es geht um Vollmachten. Und in diesem Video klären wir den Begriff Generalhandlungsvollmacht auf der einen Seite und Generalvollmacht auf der anderen Seite. Und zunächst einmal fällt uns auf, der Unterschied zwischen diesen beiden Worten sind nur diese Silben hier, Handlungs. Ansonsten sind die Begriffe gleich. Oder anders gesagt, wenn wir das Handlungs aus dem Wort rausnehmen, dann haben wir wieder den rechten Begriff Generalvollmacht. Generalhandlungsvollmacht, ja, offensichtlich hat das hier eine eigene Bedeutung, prägt den Sinn und den Unterschied. Berechtigt zu allen Handlungen, die. Ja, das ist dieses Handlungs in dem Wort Generalhandlungsvollmacht, berechtigt zu allen Handlungen, die bei der Führung eines Geschäftsbetriebes. Jetzt kommt wieder ein sehr wichtiges Wort, gewöhnlich anfallen. Gewöhnlich anfallen. Die Generalhandlungsvollmacht bezieht sich also auf gewöhnliche Geschäfte. Berechtigt also dazu, solche gewöhnlichen Geschäfte auszuführen. Und die Generalvollmacht geht weiter. Ja, die Generalvollmacht ist eine sehr umfassende Vollmacht. Allerdings müssen wir den Einzelfall prüfen. Generalvollmacht A muss nicht zwingend übereinstimmen mit Generalvollmacht B. Sie ist aber auf jeden Fall eine sehr weitgehende Vollmacht und damit sehr viel weitgehender als die Generalhandlungsvollmacht. Ich mache das mal deutlich durch dieses Ungleichheitszeichen. Ja, Generalvollmacht ist größer als Generalhandlungsvollmacht, will sagen, sie ist weitgehender, weitreichender. Ja, auch, und hier hatten wir auf der linken Seite den Begriff gewöhnliche Geschäfte, auch außergewöhnliche Geschäfte. Auch außergewöhnliche Geschäfte. Das ist ein wesentlicher Unterschied, den man sich merken kann. Die gewöhnlichen Geschäfte sowieso, aber eben auch außergewöhnliche Geschäfte. Während wir bei der Generalhandlungsvollmacht nur die gewöhnlichen Geschäfte hatten, haben wir hier auch außergewöhnliche Geschäfte. Der Umfang der Generalvollmacht ist damit gemeint, kann die Prokura übertreffen. Denn auch der Prokurist ist zu einigen außergewöhnlichen Geschäften durchaus berechtigt. Aber die Generalvollmacht geht oft über das hinaus, was der Prokurist darf. Wenn Sie jetzt sagen, ich weiß im Moment gar nicht, was der Prokurist darf und was er nicht darf, dafür gibt es separate Videos im Rahmen dieser Serie. Alles Gute, Marius Ebert.